Einen großen Applaus, Startnummer 2, Franzi Riedinger! Ja, Wahnsinn. Ach, ist das schön, dass Sie so gut gelaunt sind. Hui. Ja, wenn man so wie ich heute jetzt mit dem Zug in München losfährt, überall dieser Prunk und diese herrschaftlichen Bauten, und dann fährt man raus aus Bayern. Draußen wird es immer trister und hässlicher. Und dann kommt man hier an. Nur Plattenbauten und Asphalt. Und sie sind trotzdem glücklich. Ja, ganz kurz zu mir. Also ich bin aufgewachsen im schönen Sorcherding. Das ist zwischen Hirnerding und Pforzerding. Und meine Mutter, vielleicht hat es beim einen oder anderen beim Namen Riedinger schon klingelt, war die Sängerin und Jodlerin Resi Riedinger. Es war die erste einäugige Frau, die unverschleiert im bayerischen Fernsehen hat auftreten dürfen. Es war damals in den 80ern mit Hits wie »Ich hab ein Auge auf dich geworfen« oder »Der Augenblick meines Lebens«. Ja, ich selber habe meine ersten Wettbewerbe im Alter von 6 Monaten gejodelt, hatte dann leider 2007 einen schweren Stimmunfall bei den Weltmeisterschaften im Kehlkopfspringen in Toronto damals. Ja, und habe mich danach mehr mit dem therapeutischen Jodeln auseinandergesetzt. Und seit vergangenem Jahr bin ich jetzt vermehrt unterwegs als Dozentin fürs bayerische Kulturgut, für meine Volkshochschulen, Hospize und heute eben für Sie. Horst Seehofer sitzt auf einer bayerischen Wiese. Die Windräder hinter ihm surren leise. Er hat einen syrischen Flüchtling auf dem Schoß. Und bringt ihm das Weißwurstzuzeln bei. Fürs Mitmachen.